Ja. Nachdem sich aber Leistung richtigerweise lohnen muss, so rutscht die FDP von 15 auf 11, 8, 6 Prozent runter. Wenn sie so weitermacht, dann seid ihr die erste Partei, die in Berlin regiert, obwohl es unter 5 Prozent ist. 10 Jahre will er regieren, der Herr Westerwelle, oh mei, wenn ihr alle miteinander mit einem Saustall so weitermacht, dann glaubt ihr nicht einmal für 365 Tage. Und darum dreht er jetzt durch, der Herr Guido, und schwingt seine sozialpolitische Abrissbirne. Alle Hartz-IV-Empfänger sammelt er in den leeren, verblühten Landschaften zwischen Usedom und dem Riesengebirge. Drumherum ein Stacheldraht, haben wir schon mal gehabt. Dann gibt es jeden Tag eine Wassersuppe und ein Kantenbrot. Statt Heizkostenzuschuss gibt es von Sarazins Winterhilfswerk 2 Pullover. Und über dem Eingang steht, bewacht von neoliberalen Ichlingen im Gelbhemd in eisernen Lettern, Leistung muss sich wieder lohnen. Zitat. Jeder Bewohner Bayerns, der arbeitsunfähig ist oder dem keine Arbeit vermittelt werden kann, hat ein Recht auf Fürsorge. Artikel 168 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung. Herr Zeil, da geben seliger ist denn nehmen. Hier für Sie ein Exemplar der Bayerischen Verfassung. Frau Stampitschen, sind Sie so nett und geben Sie es ihm, damit der Herr Zeil weiß, auf was er überhaupt sein Eid abgeleistet hat. Prost, Gemeinde! Prost auf unsere immer wieder lesenswerte Bayerische Verfassung!